Oha. Segen. Und diesmal unbedingt darauf achten, wer die Kiste öffnet. Problem war halt, ich hatte Mürrim ausgewählt zum Kiste öffnen, aber sie wurde dann getroffen und dadurch verliert sie ihren Zug. Und dann hat jemand anders halt geklickt und dann hat es bumm gemacht. Wobei der Schaden erst reinkam, nachdem die Kiste offen war. Einmal mitten durch. Nochmal dran vorbei. Oh, grüner. Grüner wäre die dritte Stufe. Aber die fallen wie die Fliegen. Sehr gut. Du da hinten auch noch. Oh, kleine Heilung bitte. Heilung. Oh oh. Ja, du. Heilung sie. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. So. Ja, doch. Wird langsam. Problem sind jetzt nur noch die grünen und blauen. Nicht mehr die Masse an Gegnern. Oh, 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 okay, okay. Taktischer Rückzug. Einmal schlafen und dann müsst du das hoffentlich hinbekommen. So, so. Du. Segen. Du, Auge. Und du, Segen. So, ein grüner Tod. Kein Kram tot. Blauer Tod. Und. Komm schon. Und leer gepustet. Sehr gut. Also, Mürrim auswählen zum Plündern. Sie hat ja am meisten Glück. Dementsprechend müsste sie eigentlich auch am meisten Gold bekommen. Und sie kann halt Fallen entschärfen. Ich hab's. Haha. Oh. Kenn ich nicht. Der sieht schick aus. Ah. Aha. Noch mehr Kisten? Jo. Ich hab's. Aha. Fackellicht kann weg. Kenn ich nicht. Ein Umhang, den sie nicht kennt. Aha. Das kann weg. Ich hab's. Ah. Oh, 500 wert. Aha. Sehr schön. Ah. Ja, doch, hat sich definitiv gelohnt, die Gruppe hier aufzumischen. Und es hat meine Theorie halt bestätigt, dass bei den größeren Gruppen immer Kisten sind. So, das kann alles weg. Nichts ist kaputt. Du kannst die Schuhe anziehen, du kannst den Umhang anziehen. Und jetzt könnten wir zurück zur Stadt, nochmal Proviant kaufen und den Auftrag aus dem Rathaus abholen. Mit der Goblin-Wacht. Du kommst mit. Zum dritten Mal in die leere Kiste geschaut. Okay. Verkaufen? Ja, wo wir gerade hier sind. Geschlossen. Kann ich dir beim Suchen helfen? Weg, weg, weg. Danke, komm bald wieder. 1100? Oder können wir gleich mal shoppen gehen? Kann ich dir beim Suchen helfen? Der Helm da sah nämlich echt schick aus. Aber 960. Doch ein bisschen happig. Zauberpunkte plus 5. Was hast du so Normales? Handschuhe. Du kauf mal die Reagenzen. Nee, da bin ich zu geizig. Danke, komm bald wieder. So, Rathaus.
Ich brauche deine Hilfe. Goblinwacht. Direkt südlich der Stadt liegt die alte Festung Goblinwacht. Sie wurde gebaut, um die Stadt vor den Raubzügen der Goblins zu schützen. Aber die Zeiten waren so ruhig, dass wir uns nicht mehr um die Festung gekümmert haben. Du kannst dir vorstellen, wie entsetzt wir waren, als wir merkten, dass genau diese Monster, von denen uns die Festung schützen sollte, dort eingezogen sind. Außerdem haben sie das Schloss an einer wichtigen Türe ausgewechselt, die in die Höhlen unter dem Dungeon führen. Wir haben eine Belohnung von 2000 Goldstücken ausgeschrieben, für den, der die Kombination auf das Schloss herausfindet und uns mitteilt. Also unsere Aufgabe ist nicht, geh rein und töte alle Goblins, sondern geh rein und finde ein Codefragment, das uns sagt, wie man das Schloss öffnet. Also die Kombination. So, Schlüssel an dich. Kopfgeldjagd. Ein Schicksalsritter. 6000 Goldstück. Wir haben keine Ahnung, was ein Schicksalsritter ist. Jedenfalls die vier hier nicht. Steuern. Viele Leute beschweren sich über Steuern. Ich mag sie. Wie könnten Amtsstuben ohne Steuern funktionieren? Wie würden die Leute dann an Lizenzen und Genehmigungen kommen? Was mit dir? Suchauftrag. Mitglieder der Schattengilde sind kürzlich nach Süden gezogen, um ihren Einfluss auch auf Händler in dieser Gegend auszuweiten. Ich habe ihnen den Zutritt zu unserer Stadt verboten. Aber sie haben Sherry Karnik, eine alte, sehr beliebte Heilerin, gekidnappt, um mich zu überzeugen, sie von hier aus operieren zu lassen. Ich kann nicht glauben, dass sie so weit im Süden arbeiten. Ich dachte immer, hier unten wären wir sicher. Bitte befreit Sherry. Ich kann dir ein wenig Gold anbieten und die Stadtbevölkerung würde ihre Rückkehr sicher zu schätzen wissen. Ist es recht vage? Sind kürzlich nach Süden gezogen. Wir sind im Süden. Aber wo hier? Schattengilde. Ich bin der Schattengilde überdrüssig, aber ich habe keine unumstößlichen Beweise für ihre Aktivitäten. Wie gerne würde ich Anthony Stone etwas zeigen können, das beweist, dass die Schattengilde nichts Gutes im Schilde führt. Ja, spätestens wenn wir die Frau befreit haben, haben wir was, hm? Nur wissen wir halt nicht, wo. Aber gut, Goblin wacht. Klingt wie ein gutes Ziel. Ich ruhig um. Kaufen. So. Kenn ich nicht. Langsam haben wir auch genug Reagenzien, ne? Flaschen sind eher das Problem. So, Goblinwacht. Räumen wir erstmal außerhalb der Goblinwacht auf. Dann können wir kurz reinstöbern, aber ich denke, wir werden vorher nochmal Essen kaufen sollen. Kaufen müssen. Ich hätte es eben machen sollen. Das waren die zwei Sätze, die sich hier gerade vermischt haben. Kommt ihr jetzt alle her? Du Auge. Du Segen ihn. Du Segen sie. Du stirbst. Wow. Das sind ja doch ein paar. Und der Pfeil hätte da eben aus Versehen jemanden treffen können. So, der flieht. Der ist tot. Der flieht auch. Sehr gut. Erstmal den Fliehenden töten. Nicht, dass wir ihn später wieder übersehen. Weg. Du. Weg. Rau. Komm. Du müsstest auch fast tot sein, richtig. Aber ja, anscheinend haben sich die Rüstungsteile echt ausgezahlt. Also die Schuhe, Umhang, Handschuhe. Zing. So, hier ist noch irgendeiner um die Ecke geflitzt. Genau du. Kaputt. Da war noch einer. Da ist noch einer. Und dann müsste es hier auch bald mal ruhig sein. Wow, okay. Ah, es sind noch ein paar mehr da oben.
Taktischer Rückzug. Schneller taktischer Rückzug. Hüpf, 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 hüpf. Schlafen. Segnen. Waha. Und ich habe noch eine Kiste eben gesehen. Die hätte ich auch noch ganz gerne. Ich hab's. Oh, eine Krone. Aha. Kenn ich nicht. Krone kennt sie nicht. Schade. Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen, die sie nicht identifizieren kann. Das heißt, nächster Stufenaufstieg wird wohl doch wieder auf Erkennen gehen. Oh. Oder wir nehmen das nicht ganz so wichtig, gehen doch auf Feuer und holen uns einen ordentlichen Feuerzauber. Weil der Feuerpfeil ist ja nicht so wirklich toll. Da er nicht stärker wird mit dem Level. Also dem Feuer-Skill-Level. Zing, 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 zing. So, die oben leben noch. Nicht mehr lange. Da. So, stirb. Und grün. Alles sicher. Sehr gut. Was haben wir hier? Wie geht's? Urok. Menschen. Du nix, Goblin, du gehen. Wir nehmen Burg zu beobachten Menschen, die uns nicht mit töten. Doch. Dafür werden wir bezahlt. Tut mir leid und so. Nö, nicht wirklich. Ich bring dir auch Gold und Erfahrungspunkte. So, stellen wir uns vor die Burg. Nee. Stellen wir uns vor die Taverne. Wir gehen dann rein in die Taverne. Schlafen, kaufen Proviant und dann gehen wir zurück und stellen uns vor die Burg. Macht ein wenig mehr Sinn. So. Proviant, schlafen, 2000 Gold. Okay, wir huschen kurz zur Elementargilde und hoffen einfach mal, dass wir einen Feuerblitz da kaufen können. Das wäre schon schick. Zaubersprüche kaufen. Funkenflug, Schutz vor Magie, Schutz vor Feuer, Schutz vor Elektrizität. Kältestrahl. Fackellicht. Kältestrahl. Bin ich versucht? Ja, kaufen wir mal. Funkenflug 400, der ist auch gekauft. Also du warst... Luft und Wasser. Wasser brauchst du noch. Du warst Feuer. Das heißt, sie hat jetzt zwei Zauber. Die sie sprechen kann. Funkenflug schmeißt drei Funken, die zwei Schaden jeweils anrichten. Nur halt fliegen die Funken random herum. Deswegen sollte man das echt nur im Nahkampf einsetzen. Und du machst... 2-6 Schadenspunkte. Je höher dein Fähigkeitswert in Wassermagie ist, desto schneller holst du dich vom Kältestrahl. Also kann man den schön spammen. Den nehmen wir mal. Okay. Also leider kein Feuerstrahl, dafür ein Eisstrahl. So. Also wir haben Essen. Wir haben neuen Zauber. Wir haben keine neue Stufe bisher. Schade, aber jetzt können wir uns vor die Tore stellen, abspeichern und in der nächsten Folge dann die Goblin-Wacht säubern und diesen Code befreien, Code finden. Befreien müssen wir ein Mädchen, eine Frau und noch ganz viele andere Sachen. Haben ja inzwischen doch ein paar Aufträge. Oh ja, das muss warten. Also bis gleich.